Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW9 vom 25. Februar bis zum 3. März 2019. Von Montag bis Mittwoch ist es durch starken Hochdruckeinfluss überwiegend sonnig bis wolkig. Dabei steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 12 bis 15 Grad. Am wärmsten wird es in Teilen Nordrhein-Westfalens, der Pfalz, dem Saarland, im Rheinland und am Niederrhein bis über die französische Grenze mit 16 bis 20 Grad, örtlich sogar mehr. Neue Rekorde könnten dadurch auch im Februar wieder gebrochen werden. Im äußersten Nordosten, besonders auf der Insel Rügen, bleibt es von Montag bis Samstag eher kühl. Die Höchstwerte betragen dazu gerade mal 4 bis 7 Grad höchstens. Im Laufe des Mittwochs wird der Hochdruck Richtung Mittelmeer verdrängt. Von anfangs 1032 Hektopascal werden im Norden bis Donnerstagnachmittag bei leichter bis dichter Bewölkung 1010 bis 1015 Hektopascal erreicht. Für besonders empfindliche Menschen heißt dies Kopfschmerzen. Danach ziehen immer wieder Tiefdruckgebiete über Deutschland und Mitteleuropa, die reichlich Regen im Gepäck haben. Am Freitag ist es größtenteils trocken, im Süden regnet es oder schauert es bei 9 bis 12 Grad. Sonst ist es leicht bis stark bewölkt bei 6 bis 10 Grad. Im Rheinland und am Niederrhein nochmals bis 15 Grad möglich. In der Nacht zu Samstag ist es meist klar bis leicht bewölkt, nur im Schleswig-Holstein und südlich der Donau fallen letzte leichte Schauer. Die Werte reichen 8 bis 12 Grad, im Rheinland um die 14 Grad. Der Sonntag beginnt nur im Osten freundlich, ein Regenband zieht sich von Westen her in den Morgenstunden Richtung Osten und Südosten. Örtlich kann es dabei stürmen. Der Trend: Am Rosenmontag wird es eher regnerisch und stürmisch bei bis zu 21 Grad. Am Faschingsdienstag wird es aber wieder etwas kühler. Es bleibt aber mild und das heißt, dass es im März wie bisher auch so mild weitergeht, dafür eher wechselhaft mit mehr Niederschlägen. Die Berechnungen zeigen Mitte März eine leichte Abkühlung, aber es bleibt dennoch mild. Es folgen hier ein paar Aufzeichnungen und Berechnungen von mir selber, die örtlich begrenzt sind. Und zwar habe ich einmal vom März 2018 den Monat verglichen mit den Temperaturen mit den Daten vom Februar 2019. Dabei fällt einem auf, dass der Februar 19 im Mittel vom Stand 25. Februar 2019 2 Grad wärmer ist als der verglichene März 2018. Vom Februar 2018 zum Februar 2019 sind es sogar 5,7 Grad Temperaturdifferenz. Wenn ich in meinen Aufzeichnungen zurückschaue, sehe ich, dass es 2014 auch einen sehr milden Februar gab. In 2014-15 war auch der letzte und bisher stärkste El Niño, der auch für warme Rekorde bzw. Hitzerekorde in Europa gesorgt hatte. Mit bis zu 5,2 Grad im Mittel werden wir dieses Jahr zumindest meiner Meinung nach nicht erreichen, aber im Westen und Südwesten werden wir diesen Wert auch überschreiten. Wie die dortigen Werte damals zur damaligen Zeit waren, kann ich leider jetzt aktuell nicht sagen. Das müsste man nachrecherchieren. Und wie es in der Faschingswoche nächste Woche ausschaut, das sehen wir dann auch das nächste Mal. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, genießt das sonnige Wetter und ich sag mal Tschüss und Bye-bye, euer Cedric.